63.000 Euro gewinnen mit 1.000 Euro Werbeeinsatz. Ist das möglich? Und wenn ja, wie? Das werden wir uns in diesem Video heute einmal anschauen. Lass uns schon mal ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich nach dem Intro wieder. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist nach wie vor Nico Becker. Ich habe mir heute den Saad Sharma an meine Seite geholt und wir haben heute ein Live-Beispiel, ein Kundenbeispiel für dich vorbereitet und wollen einfach mal ein bisschen drauf eingehen, was hat dazu geführt, dass diese Kampagne so gut funktioniert hat, damit du da ja deine Rückschlüsse draus ziehen kannst. Also was haben wir hier für eine Kampagne? Wir haben jetzt natürlich keine direkten Namen aus Datenschutzgründen, aber wir haben eine Kampagne im Überdachungsbereich, Terrassenüberdachung, um genau zu sein. Und da haben wir es geschafft, mit 1.000 Euro Werbeeinsatz bei Facebook, also Werbebudget, 63.000 Euro Gewinn zu erwirtschaften. Also nicht Umsatz, sondern wirklich Gewinn, der bei dem Kunden hängen geblieben ist. Und das ist natürlich ein gutes Ergebnis, wenn ich jetzt die 1.000 Euro da abziehe, von mir aus noch ein bisschen Personal, dann habe ich 60.000 Euro, die ich mehr oder weniger einfach so bekommen habe. Und die Frage ist natürlich, was hat dazu geführt, dass das so geklappt hat? Und ich habe da einen wesentlichen Hauptfaktor für dich, den ich jetzt ein bisschen ja sozusagen weiter erklären möchte, den ich aber immer wieder bei anderen Kampagnen sehe, die auch gut funktionieren. Und das ist der Punkt Konstanz. Konstanz im Marketing, Konstanz im Vertrieb logischerweise auch, weil das Ergebnis, was ich dir jetzt gesagt habe, das ist nicht irgendwie durch eine extraordinäre Kampagne erstanden, durch keinen riesen Werbegig oder sowas. Das ist in Anführungsstrichen ein normales Ergebnis, was durch normale Arbeit auch entstanden ist. Weil man muss fairerweise dazu sagen, bei einer Kampagne und auch dem Vertrieb dahinter geht es nicht darum, gewisse Sachen richtig zu machen oder gewisse außergewöhnliche Sachen zu machen, damit ich ein außergewöhnliches Ergebnis habe, sondern es geht vor allem darum, gewisse Sachen nicht zu machen, damit man das Ergebnis hinterher nicht kaputt macht. Und eine Sache ist dabei eben das Thema Konstanz. Wir sehen es relativ häufig bei Partnern von uns, die das ganze Thema Marketing sehr ernst nehmen, und das ist ja auch richtig so, aber basierend auf dieser, ich sag mal, auf diesem Ernstnehmen von einer Kampagne, kommt es alle 2 Wochen zu einer Änderung. Ja. So, da läuft das denn mal so ab, dass man 10 Leads bekommt, die letzten 3 waren irgendwie nicht erreichbar. Und dann hat man das Gefühl, ich muss jetzt mein Marketing irgendwie umstellen, weil ich generiere nur noch unerreichbare Anfragen. Dann hat man mal eine Anfrage, die ist zu weit weg, dann muss man die Kampagne umstellen. Dann gibt es eine Anfrage mit zu wenig Budget, dann spricht man irgendwie die falsche Kundschaft an. Und das, was hier in diesem Beispiel wunderbar funktioniert hat, was der Kunde von uns einfach gut gemacht hat, ist sozusagen seine ganze Aufmerksamkeit auf den Mittelwert, auf den Durchschnitt zu legen und einfach mal zu gucken, okay, mal weg von den Extrembeispielen, wie sind meine Quoten im Durchschnitt? Und das klingt eigentlich so einfach, aber in der Realität fällt es doch den meisten wirklich schwer zu sagen, okay, ich gucke jetzt einfach mal, wie ich nach 2 Monaten hier performe. Ich ändere jetzt nichts an der ganzen Sache, ich gucke mir die Quoten nach 2 Monaten einfach mal genau an und verlasse mich darauf. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Thema Sport. Wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe zum Fitness zum Beispiel. Beim Fitness kann jeder mal gerne googeln, da gibt es wahrscheinlich 8.000 verschiedene Trainingspläne und jeder davon soll am besten funktionieren. Der Grund ist, warum die alle für sich vielleicht nicht funktionieren, ist, weil der Trainierende quasi sagt, okay, ich mache jetzt diesen einen Trainingsplan. Nach 2 Wochen hat er keine Erfolge und sagt er, boah, nee, ich glaube, der andere Trainingsplan ist doch besser, ich mache das jetzt mal. Das geht dann ein halbes Jahr so, dann habe ich 18 Trainingspläne durchprobiert und habe aber nie einen Trainingsplan richtig umgesetzt. Und genauso ist es beim Marketing auch. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht die Erfolge, die ich brauche, weil ich mir zu wenig Zeit gegeben habe, das Ganze wirklich zu testen. Heißt, ich mache eine andere Kampagne. Die funktioniert dann auch nicht so. Und dann lese ich irgendwie in einem Blog, man muss jetzt unbedingt die und die Aktion machen, sonst funktioniert es nicht. Dann mache ich wieder eine andere Kampagne. Und dann bekomme ich irgendwie gehört, du musst für jedes Angebot direkt zum Kunden fahren. Dann baue ich meinen Vertriebsprozess um. Und am Ende des Tages mache ich 3 Monate alle 2 Wochen was anderes und kann hinterher nicht sagen, was funktioniert hat. Worauf ich nur hinaus möchte, bevor der Kollege gleich zu weiteren Einzelheiten kommt, bei fast allen von unseren Kampagnen, die wirklich so gute Ergebnisse erzielen wie die, die ich jetzt gerade gesagt hatte, oder das eine Ergebnis, da geht es wirklich immer darum, ich sage jetzt einfach mal ganz platt, ruhig zu bleiben, ja sozusagen immer ein bisschen den Ball flach zu halten und zu gucken, okay, ich nehme jetzt wirklich Zeit, das Ganze zu testen, ich akzeptiere Einzelfälle, es ist ganz klar, dass ich Leute habe, die sofort sagen, nee, habe ich keine Lust drauf. Ich habe auf der anderen Seite Leute, die sagen, ja, will ich machen, ich unterschreibe sofort. Ich konzentriere mich wirklich auf diesen größeren Teil in der Mitte, diese Mittelschicht, die ich jetzt in meinen Anfragen habe und darauf, wie ich die eben beeinflussen kann. So, wenn ich das mache, wenn ich mir da wirklich auch Zeit nehme und einfach mal sage, okay, ich lasse die Kampagne laufen, ich lasse eine Kampagne Zeit, sich zu entwickeln, dann werde ich solche Ergebnisse früher oder später erreichen, weil ich einfach ein System habe, was kontinuierlich wächst und was ich jetzt nicht aufgrund meiner eigenen Ungeduld kaputt spiele an der Stelle. Gibt natürlich noch wesentlich viel mehr Einflussfaktoren bzw. Erfolgsfaktoren, die dann auch auf der Kampagne selber liegen. Dazu wird aber der Kollege jetzt noch ein bisschen mehr sagen. Ja, ganz wichtig ist natürlich auch das, was du gesagt hast, dass man sein Marketing überhaupt messbar macht in dem Sinne. Also wenn du
deine Marketingkanäle, es ist ja meistens nicht nur einer, den man hat, auch der genannte Geschäftsführer, der hat nicht nur uns als Marketingkanal, aber er hatte zumindest dahinter einen Prozess sozusagen, wo er die Marketingkanäle messen konnte. Wie viel habe ich dort ausgegeben, wie viel ist am Ende dabei reingekommen. Und das ist ein ganz wichtiger Hinweis oder Tipp oder etwas, was du auch sofort umsetzen solltest, ist, ja, wie viel oder was gebe ich wirklich aus und wie viel kommt am Ende rein. Und was viele nicht bedenken, ist halt dieses, wo sich am Ende der Kaufprozess natürlich ein bisschen ziehen kann. Das ist ja auch normal, dass man bei so einer Summe auch als Eigentümer vielleicht ein paar Monate braucht, um sich zu entscheiden. Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt. Wenn wir das Marketing nicht messen und vorne nur die, sagen wir mal, die 1000 Euro Werbebudget sehen, ohne den Einsatz dahinter oder was effektiv dabei rauskommt, zu messen, dann sehen wir am Ende, also vorne nur die 1000 Euro, was erstmal eine Menge Geld ist natürlich. Aber wenn du am Ende nach 6, 7 Monaten messen kannst, hey, daraus hat sich dann 60.000 Euro Gewinn ergeben, dann weißt du, okay, das hat sich gelohnt. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, den wir dir sagen wollen, mach es messbar, mach auch nicht eine Anfrage von dem Einzelnen, also bei uns in der Branche rechnet man ja oft den Leadpreis, der Leadpreis darf nicht das sein. Und warum ist dir der Leadpreis vorne so wichtig? Weil eigentlich ist er nicht relevant, wenn er dir hinten raus sehr, sehr viel bringt. Reden wir jetzt mal, sagen wir mal, der Lead hat jetzt tatsächlich 200 Euro gekostet, was trotzdem im Vergleich, wenn er am Ende 20.000 Euro Gewinn bringt, ja nichts ist. Sind ja, deine Marketingkosten sind ja gedeckt und alles drumherum und der Einkauf und du hast immer noch viel Gewinn da. Und das will ich halt damit sagen, weil man sollte da nicht sagen, ja, ich kriege zu wenig Anfragen. Viel wichtiger ist, ich kriege qualitative Anfragen. Aber da können wir auch wieder ein Buch drüber schreiben. Richtig. Ich denke, wir sollten zum Ende des Videos kommen. Genau. Wir danken dir auf jeden Fall fürs Zuschauen an der Stelle. Und wenn du dazu weitere Tipps, Fragen haben möchtest, melde dich gerne bei uns. Schau mal auf der Webseite vorbei. Lasst uns, wie gesagt, ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.